Hi zusammen, heute habe ich für euch ein spätsommerliches Tischgesteck vorbereitet. Das würde ich euch sehr gern zeigen. Ihr benötigt dafür so circa eine halbe Stunde. Viel Spaß! So, ich habe jetzt hier eine Schale vorbereitet. Ich wollte nämlich den schönen Kranz verarbeiten. Die Schale passt hier genau rein. Dadurch, dass sie aber Löcher hat, mache ich hier eine Folie rein. Und dann kann ich mir die Steckmasse zuschneiden und reinmachen und dann mit den Blumen anfangen. So, ich habe jetzt die Steckmasse zugeschnitten, das habt ihr ja gerade gesehen. Habe sie auch so geschnitten, dass sie über den Rand übersteht. Die Folie habe ich auch ziemlich knapp abgeschnitten, einfach, dass man sie nicht sieht. Was ihr beachten solltet, ist, dass ihr es einfach so steckt, dass es nicht mehr so arg bewegbar ist, dass es ziemlich fest drin ist. Und wenn ihr es reindrückt, dass ihr nicht so fest drauf drückt, weil sonst drückt sich das Wasser wieder raus.